Grüße, jo. Ha. Es ist Sonntag und ich mache noch schnell ein Video, weil Sonntag. Und zum Thema. Den meisten wird jetzt immer mehr auffallen, dass sich so kleinere Publisher, also okay, nicht unbedingt klein, aber schon etwas länger eingesessen und nicht mehr so beachtete Publisher momentan, sich jetzt dann immer mehr zu Wort melden mit neuen Veröffentlichungen. Nicht unbedingt Anime-Haus, mit aktuelleren Titeln, also mit neueren Titeln, sondern auch so wie KSM hat jetzt auch seine eigene Anime-Schiene eine Zeit lang. Der meist bekannt dadurch, dass sie eben die ganzen Naruto-Serien und die ganzen Staffeln jetzt dann gerade eben raus haben. Sogar eine riesengroße Komplettbox, was ich gar nicht verstanden habe. Wow! Muss schon wirklich, wow, ich weiß nicht, wie toll die Dinge sind. Aber du bekommst ziemlich alles in dem Bereich und auch andere Serien, vor allem im Klassiker-Bereich, finde ich sehr interessant, dass sich jetzt endlich wieder mal ein bisschen was regt. Ich hätte es immer gerne so gehabt, so quasi, da sind die neueren Sachen und ein paar machen auch ein paar Klassiker. Und das finde ich positiv, weil KSM Anime, wie es jetzt heißt, weil sie ja extra eine eigene Schiene dafür fahren. Ich hoffe, ich komme nochmal dazu, zu einem Stand auf irgendeiner Messe oder einer Con. Wäre interessant, mal mit ein paar Leuten zu plaudern. Hat jetzt ein paar Umfragen geschaltet, letzten paar Wochen auf Facebook und auf anderen Ecken. Und ja, ey. Sie haben vor ein paar nicht so im Rampenlicht stehende Serien, weil jetzt habe ich gerade eine kleine Umfrage, ob die Leute hier bei uns Girls und Panzer bei uns haben würden, wollen. Da bin ich natürlich ganz frisch dabei, weil ich überlege immer noch, ob ich mir jetzt doch nochmal wieder von Großbritannien was bestelle. Wenn das Geld da wäre mal, dann wäre es jemanden. Oder ob das Geld vielleicht ein paar Kröten übrig bleiben, okay. Und dann bin ich ja wie einigen aufgefallen, dass nicht unbedingt so der in die Kamera halt Typ, der war so, oh, ich habe ja was gekauft. Und dann ist ein bisschen knapp bei Kasse und so weiter, also da geht sich nicht viel aus. Auf jeden Fall, ich finde es positiv, wenn sie ältere Serien vor allem wieder zu uns bringen, weil der Großteil davon ist ja nicht mehr im Fernsehen oder auch auf Streams. Ich bin mir ganz sicher, wo überall noch einiges aus. Weil da hat immer so dieses faszinierende Beispiel, ja, aber Streams kannst du immer schauen. Ich kann meine DVDs auch immer schauen. Ja, aber unterwegs, wann hast du Zeit unterwegs? Außer bist du auf einer längeren Zugreise irgendwo hin. Da sehe ich es ein, aber selbst da, ich kenne es zum Beispiel nicht, längere Zugfahrten, aber ich habe so gut wie kaum Internetverbindung, weil ständig die Internetverbindung abbricht. Weil von einem Punkt zum nächsten, wenn inzwischen mal so ein kleines Funkloch ist und die meisten Streams nicht unbedingt so stabil sind, und wenn du zu Hause bist, wenn du es nicht im Regal hast, okay, aber ich bin natürlich jemand, der sagt, okay, Streaming, schön und gut, wenn du Einsteiger bist, aber wenn du mal irgendwo eine richtige Leidenschaft für etwas hast, wäre es doch interessant, da so etwas im Regal zu haben. Und nicht nur auf der Festplatte, okay. Ein Regal ist doch ein bisschen was anschauen, da ist irgendwo eine kleine schwarze Box, die blinkt. Okay, ist nicht unbedingt so sexy, finde ich. Also ich bin nicht unbedingt der Liebhaber von auf der Festplatte speichern, weil Platz sparen. Ist okay. Ja, ich habe kaum Platz, ja, aber das ist dann eben. Was ich hier interessant finde, ist die Diskussion, warum. Vor allem, weil jetzt dann einige aufgebracht haben auf einigen Stellen, ja, aber das sind alles so kleine Kinderserien, oh, so kleine Kinderserien. Nehmen wir mal so Sachen wie zum Beispiel Miss Jo und ihre fröhliche Familie zum Beispiel. Obwohl ich sagen muss, da gibt es noch die Nachfolgeversion Miss Jo und ihre glückliche Mädchen und so. Gibt es ja zwei Staffeln davon, glaube ich, weil ich das nur aus dem Kopf habe. Ich weiß nicht, ob das andere, ob die Box, die hier jetzt gerade hier bei uns zu haben ist, das alles beinhaltet, müssen wir mal nachschauen. Habe ich nicht gesehen und dann. Auf jeden Fall, hat sich jemand mal angeschaut, wenn er ein bisschen älter ist? Das Ding hat ein paar ziemlich derbe Ecken. Okay, hier wird mit einigen, hier wird mit frühen Anspielungen der feministischen Bewegung der damaligen Zeit gehandelt. An einigen Ecken sterben Leute. Und wir fangen erst gar nicht einmal an mit anderen Serien, weil wenn ich darauf denke, ich habe hier noch irgendwo rumliegen, okay, das ist nicht unbedingt bei KSM rausgekommen, glaube ich. Zum Beispiel Perrin ist auch eine Kinderserie aus meiner Jugend zum Beispiel, wo ich sagen kann, hat sich die jemand einmal angeschaut, wenn er nicht unbedingt 13, 14 ist und ein bisschen den Kontext der Handlungen in diesen Serien verstanden hat? Das ist eine derbe Serie. Ich habe mich oft schon gefragt, wenn ich jetzt zum Beispiel durch die Ecken gehe und mir mal so anschaue, oh, was habe ich früher als Kind angesehen? Und dann schaue ich mir die Serien wieder und denke mal, alter Schwede, wie war ich denn als Kind drauf? Weil, wie gesagt, Perrin, okay, das ist eine wirklich
Oh je, ihre Mutter stirbt. Das Mädchen geht mehr oder weniger durch Scheiße hoch 9. Mit allen möglichen Schwierigkeiten. Das ist wirklich eine derbe Lebensgeschichte. Ich fange erst gar nicht an mit Niklas, ein Junge aus Flandern, falls sich doch daran jemand erinnert. Ich habe nicht gesehen, ob das irgendwo bei uns mal erschienen ist auf DVD. Ich glaube nicht. Wenn ich mal so... Ich will nicht das Ende spoilern, aber das Ende ist hart. Okay. Und die ganze Serie ist eine ziemlich... Das ist tief an einigen Stellen. Und vor allem derb. Also da brauchst du schon ein bisschen Nerven, wenn du ein bisschen älter bist. Das verwundert mich. Also, das ist ein Top-Beispiel dafür. Das ist kein kleines Kindermedium. Wir reden hier nicht von Bob, dem Flaschengeist oder Bumpety Boo. Okay, wir reden hier von einer Storyline über Menschen, die wirklich das Leben von allen Seiten nimmt. Okay, das ist wow. Jetzt aber auch kurz die Diskussion kurz drüber, weil das war die letzte Umfrage in Bezug auf Royal Space Force. Also wie Wings of Holmes, wie es hier steht. Jo, das ist übrigens die britische Version. Ich habe die deutschsprachige VHS irgendwo rumliegen, ich finde sie noch nicht mehr. Ich glaube, wenn man mehrere Räume voll hat, mit in mehreren Häusern sogar, nicht nur hier, ich habe ja auch noch eine andere Lagerstätte. Könnte das Suchen etwas länger dauern. Auf jeden Fall würde mich interessieren, dass das ja auch mal zu uns kommt. Vor allem, dass man die jüngere Reaktion in Bezug auf alleine die Optik, allein das, was man hier sehen kann, an zeichnerischer Leistung, dass die mal hier ein Verhältnis haben. Was siehst du heute, was hast du damals? Und das Ding hat ja auch einige Preise angefangen in 1987. Okay, leider nur als britische und amerikanische Awards und einen japanischen Animations-Award, glaube ich, ja. Best Picture damals, 87. Und ja, okay, bei der ersten 87? Da waren ja meine Eltern noch Kinder. Nee, natürlich. Das Ding gibt's ja auch schon länger. Es ist jedenfalls so, wenn ich sage, oh, ich schaue mir jetzt irgendwie einen Nosferatu aus dem Jahr 1912 an. Sag ich, da niemand war da am Leben heute, okay? Und wenn ja, dann hol ich. Der hat, glaube ich, andere Probleme als DVDs zu schauen. Obwohl es da auch einige gibt, aber egal. Auf jeden Fall, immer, du schaust solche Sachen nicht deswegen an, weil sie alt sind. Du schaust sie an, weil sie gut sind. Weil sie einen Punkt in der Zeit repräsentieren, den du sonst nicht erleben könntest. Seid froh, dass wir sowas haben. Wie willst du sonst irgendwie Perspektiven, wie willst du sonst irgendwie geistige Tiefe entwickeln, wenn du nur quasi die flache Linie der Jetztzeit nimmst? Oh, das ist heute rausgekommen. Was gestern war, du wirst ja auch älter. Das, was du heute als kleiner Fanboy hochjubelst im Überschwung, im Überfluss des Hypes, dass er getreten wird und noch und nöcher, dass die Publisher treten noch und nöcher, war einfach nur weil kauft Leute, wir sind schneller als die Fans, aber zeitenweise wir sind schneller als alle anderen, deswegen kommt zu uns, gibt uns euer Geld, gibt uns eure Liebe, so ist ja schön und gut, ihr werdet aber auch älter und Eltern. Wie wolltet ihr denn euren Kindern einmal erzählen, was ihr früher angeschaut habt? Ich hab früher sehr viel geschaut. Was denn, Papa? Das wird lustig. Oh Mann, ich. Der einzige Grund, warum ich mich freue, alt zu werden, ist ein paar andere alten Säcken zuzuhören, wie sie ihren Kindern und ihren Enkeln einmal von sowas zu erzählen versuchen. Das wird geil. Weil das ist wirklich so, yeah. Opa-Fail. Yeah. Epic. Der einzige Grund, warum ich alt werden möchte, okay? Oder zumindest noch älter. Mit den Eltern, glaube ich, abschleimen von mir, aber egal. Typen wie ich sollten sie nicht fortpflanzen, aber egal. Auf jeden Fall, ich finde es gut, wenn wir auf jeden Fall, zumindest das, was schon einmal hier bei uns war, und davon gibt es ja, ich habe ja auch in einem vorherigen Video schon mal allein aufgezählt, was es alles im Spätabendprogramm und Erwachsenenfans, ehrlich, ich habe jetzt vor kurzem wieder mal irgendwo die Werbung dafür gesehen, für Prosimax, das etwas andere Anime-Programm für Erwachsene. Sagen wir so, wenn deine Erwachsenenzeit bei ungefähr 13 Jahren anfängt, ja, okay. Okay. Nichts gegen Exploitation in Bezug auf Richtung von High School of the Dead. Warum nicht? Hey, Titten, Arsch und viel herumgeballert. Boah. My happiness. Kein Problem damit. Wird eben das als Erwachsenenfernsehen zu bezeichnen. Und dann zeigst du Leuten, die dann sagen, das ist Erwachsenenfernsehen. Und dann zeigst du irgendwelche Kinderserien, die bei uns in den 80ern und 90ern lief. Und dann sagst du, das ist doch langweilig. Das ist doch traurig. Und dann sag ich,
Das gab's früher bei uns als Kinder. Ja, als wir Kinder waren, gab's das im Fernsehen. Unzensiert. Ich denke mal auf Nadja, Secret of Lore, das hier hinter mir steht, noch ungefähr. Denk mal, gegen Ende wurde es ein bisschen sehr. Oh! Und dann so, das kam durch die Bank. Denk mal, yeah! Den Leuten sowas zu erklären, ist fast unmöglich, wenn du kein Vorzeigematerial hast. Deswegen wäre es interessant, so etwas eben auch von den Publishern auch hier zu uns zu bringen. Und anderes so. Nicht nur eben, fangt erst einmal an mit dem, was schon einmal da war, und dann geht weiter zu anderen älteren Sachen. Das habe ich ja schon, wow. Ich glaube, seit ich im Internet bin, habe ich das zu jedem Publisher gesagt, zu jedem Eck, in jedem Forum, bei jedem Beitrag, seit, keine Ahnung, irgendwann Anfang 2000. Also mindestens schon 14 Jahre, wenn ich nicht, zurück erinnere an die guten alten Zeiten, damals noch im Internetcafé. Das waren noch geile Zeiten, wo wir hier noch nicht einmal daran denken dürften, Internet zu haben. Dial-up. Oh yeah, der Sound hängt noch heute als Tinnitus in den Ohren. Okay? Bringt doch die alten Sachen. Schaut euch doch mal an, was wir früher im Fernsehen hatten. Bringt diese Sachen mal wieder zu uns. Zeigt den Leuten, dass auch noch andere Sachen existieren. Das wäre interessant. Lasst die einen doch ruhig ihre Häppchen fahren. Fangt doch mal mit der ruhigen Ecke an. Bringt und KSM, soweit ich verstanden habe, hat mit allgemein, mit seinem Film, von den ganzen Blogs, die sie haben, nicht nur mit Anime-Bereich, sondern allgemein, fährt anscheinend ja nicht einmal so eine schlechte Schiene, weil ein Haufen Leute wirklich nicht unbedingt Lobgesänge auf die Firma ausschlagen, aber trotzdem sehr begeistert sind von dem, was sie gebracht haben bis jetzt. Im Low-Budget und auch im Retro-Style. Ich muss sagen, okay, du, anscheinend gibt es ja einen Markt dafür, oder? Ich meine, Fans gab es ja nicht erst seit gestern. Leute wie ich gibt es überall. Die meisten seht ihr nur nicht. Und nur darauf zu gehen, oh, was für Klicks ich auf Facebook bekomme, das ist kein Indikator für die Kaufkraft der Leute. Wer kauft eher? Kleines Kind mit 12 Jahren, die sich eine FSK 18 VHS, DVD, Blu-ray, eher noch, kaufen würde, von gesponsert von Mama und Papa, die dann irgendwie sagen, das deiner Hans darfst du aber nicht haben. Obwohl die meisten Eltern heute drauf pfeifen, bin ich drauf gekommen. Ja, da sehe ich so einige ab 18 Titel, die beim Frag gehen, die dann von Papas oder Mamas Hand direkt in die Hände ihres kleines Kind, den kleinen 13-jährigen Sohnes oder Tochter übergeleitet werden. So, ha, bringt ja sehr viel. Obwohl, wo ist die Kaufkraft? Leute, die es gern haben wollten oder kein Einkommen haben oder halt eben auf die angewiesen sind darauf, oder dass Mama und Papa ihnen Taschengeld geben oder halt eben Sachen für sie kaufen. Oder halt eben die schon mit 13 eine Grillkarte haben und das alles mit Internet bestellen. Jeden das seine. Eltern ihren Kindern Grillkarten geben. Ehrlich, Tumbau zu Babel par excellence, aber egal. Oder halt eben die Leute, die schon seit Jahren Fans sind, die einen Großteil schon mehr oder weniger an einer vergraulten Schiene, so wie uns einer zum Beispiel, nagen und darauf warten, dass man wieder das zu denen kommt, das sie haben wollen. Ich habe gesagt, wenn ich den meisten Leuten hätte dann sagen könnte, den meisten größeren Publishern im Anime-Bereich, muss ich sagen, too little, too late. Also zu wenig, zu spät. Weil, wenn ich darauf denke, oh, die Streams, oh, die Simulcasts, sag mal, kann sich jemand an die Petition erinnern, so 2009, 2010, wo es ein riesengroßes Ausschreibeding gab, damals auf MySpace, glaube ich noch, und auf Animax damals. Ugh. Wo, glaube ich, insgesamt, glaube ich, ich weiß nicht, glaube ich, wie viele tausend Leute unterschrieben haben, dass sie endlich anfangen. Oh, die Publisher gehen pleite. Was sollen wir machen? Ja, dann streamt die Scheiße doch endlich. Und dann spart euch die Ausgaben und streamt. Und 30, wenn von 30.000 nur die Hälfte jetzt, 15, hat irgendjemand auf irgendeinem Simulcast irgendwo 15.000 Leute, die wirklich die Sachen kaufen würden. Die Zahlen schaue ich mir an. Weil es waren mindestens 30 bis 35.000 Unterschriften am Schluss damals. Ich würde gern wissen, wo dieses Ding hin verschwunden ist. Ich finde davon nichts mehr. Ich finde davon nichts mehr. Okay, MySpace gibt es ja auch nicht mehr in dem Sinne. Also, sowas zu finden ist ja auch. Auch mit Rollback habe ich nichts mehr gefunden. Interessant. Also, mit Rollback findet man eigentlich mit der Google Time Machine findet man eigentlich sehr viel, aber anscheinend das nicht mehr. Seltsam irgendwie, aber ich weiß, dass einige Leute noch damit beschäftigt haben. Auch ich habe schon danach geschaut und. Das war vor 5 Jahren, vier, fünf Jahren. Und denk mal, damals haben sie geschrien, bitte bringt uns. Und alle haben gesagt, nö. Die Arbeit tun wir uns nicht an. Was für eine Arbeit. Was für eine Arbeit. Ja, quasi das, was alle anderen schon in Amerika und anderen Ecken der Welt schon gemacht haben, eben so mit Crunchyroll. Crunchyroll ist, glaube ich, in ein paar Jahre davor ja dann privat und legal geworden.
Also, boah, schaut euch Crunchyroll hin. Und alle schauen, oh, schaut euch doch, das haben sie ja als Thema angebracht damals. Schaut euch doch, was Crunchyroll macht, damals drüben in Amerika. Boah, schaut doch, was Netflix macht. Macht doch auch sowas. Und 2010 war wirklich nicht das Jahr, wo alle sagen können, da sind noch zu wenige Leute. Weil es ist lustig. Sie bringen auf der einen Seite an, dass für so etwas damals zu wenig der Markt nicht groß genug war. Okay, es waren zu wenig Leute da. Aber es waren zu viele Leute da, wenn es um die illegalen Downloads ging. Fuck you, Logik, sie beißt mir in den Arsch. Okay? Und das ist immer, was ich so faszinierend finde bei solchen Aussagen. Die Realität so drehen, quasi, dass die eine Aussage zwar genau der Widerspruch ist der anderen, aber halt eben, wir haben immer recht. Was wir sagen, ist immer gut. Yeah! Sag ich, und ich gebe gar niemandem die Schuld, weil, sagen wir mal so, die meisten Publisher, die jetzt noch am aktivsten sind, sind ja eigentlich auch erst ein Jahr später überhaupt in Leben gekommen. Wir haben erst das zweieinhalb, dritte Jahr jetzt, an was wir Peppermint haben, Kase 2011. Und alle anderen sind auch schon länger, aber die haben damit nichts zu tun gehabt. Okay, ja, und die nicht die Möglichkeiten haben, die verurteilen auch nicht dafür. Das ist ja auch nicht das, aber ich sag mal so, wie gesagt, die haben das gesehen, was damals war. Weil warum haben sie damit nicht sofort angefangen, wo die Leute nach gefragt haben? Nein, vier Jahre später machen wir das, weil jetzt haben wir Lust dazu. Wow, das ist Mama-Logik. Das Kind will es, jetzt sage ich nein. Ein Jahr später sage ich ja, warum? Jetzt habe ich auch Lust drauf. Egal. Auf jeden Fall, ich finde es toll, dass ich KSM jetzt eher mit den älteren Sachen beschäftigt und auch ein paar neuere Sachen bringt. Also eine große, anscheinend nicht oft auf Bandbreite geht, sondern eher so in die Richtung der nicht so Mainstream, also nicht so quasi, oh, wir sind jetzt Underground, so wirklich tief runter geht, sondern wirklich so, das war schon mal da, das bringen wir zurück. Gut. Das ist beliebt, aber nicht so bekannt. Bringen wir auch mal rüber. Oder zumindest planen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt mit Girls und Panzer jetzt gerade sind. Aber sie scheinen anscheinend zu planen, da sie eine Umfrage geschaut haben auf Facebook. Finde ich gut. Finde ich sehr interessant und finde ich gut. Dazu würde ich ein paar Meinungen gerne hören. Ich werde auch anfangen, ich habe meine Facebook-Seite ja auch hier verlinkt. Ich werde meinen Twitter und noch ein paar andere Sachen auf meiner Hauptseite hier bei YouTube irgendwo da oben. Oder zumindest irgendwo auf meiner Hauptseite, man sieht es dann eh, glaube ich. Verlinken, falls mir jemand da mal anschreiben will. Einige Leute schreiben wahrscheinlich nicht mehr so gern Kommentare bei YouTube. Ich weiß auch nicht genau. Ist Bullshit geworden, ich weiß, aber. Wenn ihr das Video auf Facebook hier schreibt, auch da was drunter, wenn es sein muss. Normalerweise sollte ich es sehen, sofern es nicht irgendwo geteilt wurde. Ich weiß es nicht genau. Ich kann die Sachen nicht unbedingt so nachverfolgen. Aber natürlich ein paar Meinungen hören, auf jeden Fall. Ich habe schon ein paar Sachen gefragt, auch bei anderen Ecken und so weiter, aber man kann nie oft genug fragen bei solchen Sachen. Heute zieht sich aber gut. In Bezug auf das eben, warum, die meisten fragen ja auch dauernd, warum sieht man von der älteren Generation so wenig? Ganz einfach, die haben die Schnauze voll. Die haben nicht aufgehört. Ich kenne mehrere Leute. Und das bringe ich immer als Beispiel an, weil ich kann auf ein ganzes Bataillon von Leuten hinweisen, aus meiner Generation, mit denen ich früher abgegangen bin, die haben nicht aufgehört, Animes zu schauen. Die haben nicht aufgehört, Animes zu kaufen. Die sind nur enttäuscht von der Szene, die sind enttäuscht von den Publishern und haben angefangen, ihre anderen Wege zu suchen und sind dann eben irgendwo für sich selbst geblieben. Die Connection zwischen diesen Leuten gibt es noch an einigen Stellen, ja. Aber die bleiben halt eben für sich, weil sie mit den neueren Sachen nicht zu tun haben. Weil erst einmal die in der Meinung sind, ja, oh, die Jungen müssen sich erst einmal die Hörner abstoßen, müssen erst einmal beweisen, dass ich wirklich ernst bin. Bin ich auch der Meinung. Du kannst auch nicht automatisch verurteilen, dass jemand, der neu einsteigt, sofort alles weiß. Aber halt eben auf der anderen Seite kann kein Neueinsteiger erwarten, dass er sofort mit Pomp und Gloria, bitte komm zu uns, so, komm in unsere Mitte. Aber wenn ich mal einen kleinen Inschock machen könnte, vielleicht sieht das ja mal. Ha, komm zu uns, reih dich ein, spür den Kick. Fanservice. Wenn ich überhaupt jemand sieht, vielleicht drei Leute verstanden jetzt gerade. Die wollen auch, dass ich unbedingt etwas cosplay in der Richtung, aber naja, okay. Oh Mann. Auf jeden Fall, jo, das war der Sonntag. Yep. Ich habe schon wieder 20 Minuten fast rum. Gut, das reicht. Wie gesagt, ich hasse kurze Videos. Und Jumpcuts. Bei den meisten Leuten merke ich dann mal, dass ich manchmal was schneide. Ich schneide so, dass man nichts sieht. Noch niemand aufgefallen bis heute. Würde euch wundern, wo ich überall schneide. Nur nicht hier.
Okay, egal. Auf jeden Fall eine schöne Arbeitswoche. Ich bin mal gespannt, wie lange es dauern wird, es hier hochzuladen. Und yeah. Gut, dass es Leute gibt, die sich noch darum kümmern wollen, ein paar ältere Sachen zu bringen. Gut, dass sie auch ein bisschen auf die etwas nicht so Mainstream-Art fahren, aber nicht so, dass sie auf die Hipster-Schiene abfahren. Ich hoffe zumindest nicht. Und vielleicht regt sich dann bei dem einen oder anderen Nachkömmling oder oder aufstrebenden Spross in der Community vielleicht einmal das Interesse an ein bisschen Allgemeinwissen, dass nicht unbedingt immer alles so flach bleibt. Und wie gesagt, gebt euch, wenn ihr älter seid, auch ein paar von euren Kinderserien nochmal. Du glaubst nicht, wie sich Sachen verändern, wenn du mal älter bist. Was du als Kind gesehen hast und dann wieder als Erwachsener siehst, auch wenn du es jahrelang so. Du hast in den 90ern eine Serie gesehen und siehst jetzt ein Regal, schau sie dir um Gottes Willen mal an. Du wärst verblüfft, was du dann siehst. Ich weiß, ich war's. Alter! Das geht in die Exploitation-Richtung einiges. Und ich glaub, das haben wir als Kinder gesehen. Wir waren wirklich strange drauf. Extrem. Ab und zu ganz schön gruselig, wenn man darüber nachdenkt. Ja. Auf jeden Fall. Schönes arbeitsreiches, oder zumindest nicht zu arbeitsreich, aber erfolgreiches Wöchlein. Mal sehen, was ich sonst noch mache. Ah, ich hoffe, ich bekomme demnächst mal einen Podcast zusammen. Ein paar Leute haben sich schon gemeldet und ich bin gerade am Basteln. Ich baue mir einen eigenen kleinen Server auf für Mumble oder Teams. Ich weiß nicht genau, was ich. Oder vielleicht beides. Weil Skype war ja nicht optimiert. In dem Sinne, sorry und. Ciao. Oh, im Nebel.